Der JDownloader springt immer in den Vordergrund, sobald er erkannt hat, dass ein neuer Link in der Zwischenablage ist. Ich zeige euch jetzt hier schnell, wie ihr dieses Verhalten unterbinden könnt. Also erstmal am Beispiel gezeigt, ich nehme hier irgendein Video, Rechtsklick, Linkadresse kopieren. Jetzt liest er im Hintergrund das Video ein. Und wenn er es dann eingelesen hat, bringt er nach vorne. Und genau das möchten wir ja unterbinden. Lösche ich hier die gleich alle mal raus. Gehe hier oben auf Extras, auf Einstellungen, sorry. Nochmal Einstellungen, dann öffnet sich hier das Einstellungstab. Muss dann hier auf Tray klicken, also da ein bisschen runter in der Liste, da gibt es dann den Eintrag Tray. Und kann hier Hauptfenster zeigen, wenn neue Links gesammelt wurden, einfach auf Nie stellen. Schließt die Einstellungen wieder und kann es dann gleich mal ausprobieren. Nehmen wir mal einen anderen Link, Linkadresse kopieren. Und jetzt mal schauen, ob er in den Vordergrund springt. Tut er allem Anschein nach nicht. Ich kann aber jetzt nochmal manuell schauen, ob er die Links denn gesammelt hat. Also jetzt habe ich es in den Vordergrund geholt. Ja, die Links hat er trotzdem gefunden. Aber er ist halt nicht in den Vordergrund gesprungen.